Das erste Gebäude, was ich ganz bewusst wahrgenommen habe, war das Stellwerk von Herzog de Meuron. Ich kannte Basel als eine Stadt von architektonischem Weltruhm. Nirgendwo anders haben so viele Pritzker-Preisträger Häuser gebaut wie hier. Das gibt der Stadt so eine ganz besondere Vibration und man spürt, gutes Bauen ist hier Teil des Alltags. Die Schaffung von öffentlichem Raum ist eines der wichtigen Themen im Städtebau, weil gerade eine Stadt wie Basel nicht wirklich wachsen kann territorial, aber immer mehr Menschen hier arbeiten und wohnen wollen. Ein gutes Beispiel ist für mich das Wartek, eine ehemalige Brauerei. Da gibt es Restaurants, kulturelle Funktionen, es gibt verschiedene Werkstätten, in denen man drucken kann, in der Schlosserei bauen kann, eine Tischlerei. Er hat öffentliche Terrassen, die von der Bevölkerung rund um die Uhr genutzt werden können. Das zeigt für mich, wie öffentlicher Raum heute eigentlich gemacht werden muss. Nicht nur auf der Straßenebene, sondern auch vertikal. Eins meiner Lieblingsgebäude in Basel ist das Kraftwerk Birsfelden. Wenn man ein Kraftwerk so groß wie dieses in eine gewachsene Flusslandschaft einsetzt, dann zerstört man damit diese Landschaft. Also ist es wichtig, eine neue Landschaft zu erzeugen. Und das haben sie hier gemacht, durch den Barfußpark und den Rheinpark und durch die Kraftwerksinsel hinter dem Kraftwerk. Ein anderer meiner Lieblingsorte in Basel ist das Universitätsspital Basel. Hier ist jeder willkommen, nicht nur die Kranken, sondern die Gesunden genauso. Einer der spektakulärsten öffentlichen Räume Basels ist die Dachterrasse des Unispitals. Jeder kann hier hochgehen und einen der besten Blicke über die Stadt genießen. In der Zukunft hoffe ich, dass bei der weiteren Umgestaltung diese Frage des öffentlichen Raums gut behandelt wird und dass man vielleicht auch in Zukunft mal im Restaurant auf dem Roche Tower Kaffee trinken kann am Wochenende. Mein Name ist Andreas Rubi, ich bin Direktor des Schweizerischen Architekturmuseums in Basel und für mich ist Basel Zukunft.